So, Freunde, da sind wir wieder. Zurück bei meinem Dark Souls Let's Play. Wir befinden uns hier noch irgendwie, ist das, glaube ich, das gehört, glaube ich, noch zu den Demon Ruins. Und da unten haben wir gegen den Tausendfuß-Dämon, Centipede Demon, gekämpft. Mehr oder weniger, naja, eher weniger erfolgreich, aber dann haben wir es ja doch irgendwann geschafft. Ja, und in dieser Episode werde ich mich nunmehr weiter in The Lost Idolis wagen, weil ich gerne zu diesem, zu der Stelle kommen möchte, wo man diese komischen leuchtenden Hut finden kann. Den brauche ich nämlich für das Grab der Riesen. Zunächst einmal wurde ich ja von Sorin Markov aufgefordert, da menschlich rumzulaufen. Ich weiß zwar nicht, wie lange das hält, aber ich habe schon mal eine Menschlichkeit vorbereitet. Wollen wir das mal direkt hier klar machen. So. Im Übrigen habe ich noch ein bisschen an den Settings rumgeschraubt. Das bietet ja, das DS-Fix bietet da ja relativ viele Möglichkeiten. Dann habe ich nochmal im Web geguckt, wie die Diskrepanz zwischen DS-Fix und DS-Fix und AMD-Karten zu beheben ist. Und da habe ich dann ein paar Sachen umgestellt. Ich habe es jetzt auch auf 60 Frames gestellt. Spielt sich halt echt ganz gut, muss ich sagen. Gibt halt dann hier und da mal Probleme, ne? Das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, dass es dann dazu kommen kann, dass man, dass die Sprünge sind kürzer, die Rollen sind kürzer und ab und zu fällt man wohl auch mal durch den Boden, wenn man eine Leiter runterrutscht und solche Dinge. Aber, das wusste ich bis dato nicht, man kann den Frame Lock über die Backspace-Taste, das ist die meistens längliche Taste über der Return-Taste, kann man den Frame-Lock toggeln, also aus- und ein- und ausschalten. Das ist eigentlich ganz praktisch, da kann man halt, wenn man zum Beispiel den weiteren Sprung braucht, kann man das halt umschalten und danach wieder zurückschalten. Das ist echt schon sinnvoll. Wo ist denn dieser komische Ring hier? Da. Den darf man hier nicht vergessen. Leute, die diesen komischen Ring von Lothric haben, diesen Ring of Fairborn Protection, der kaputt geht, wenn man ihn abnimmt, sind ja auch ganz schön angeschmiert. Die müssen jetzt ja beide Ringe tragen. Wie geht's hier irgendwie überhaupt noch weiter? Letztes Mal schon gefragt, aber es sieht irgendwie nicht danach aus. So, hier war ja irgendwie das Bonfire und so leer, aber das ist jetzt ja weg. Ja, nu. Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier auf diesem Baum. Ah, okay. Sieht irgendwie alles ein bisschen, naja, mittelprächtig, ne? So, und hier kommen wir jetzt zu einer absoluten Designkatastrophe, meiner Meinung nach. Hier haben sie jetzt irgendwie diesen Unterbau. Ich kann das nochmal zeigen. Diesen Unterbau von diesem Undead Dragon. Ne? Also hier Füße, Schwänzchen. Und hier ist dann so, das ist. Den haben sie halt irgendwie so als komplettes Gegnermodel genommen oder so. Ich weiß nicht, was denen da durch den Kopf gegangen ist. Also ich weiß nicht, man nimmt doch nicht einen halben Gegner und macht daraus einen ganzen. Weiß ich nicht, das. Naja, auf jeden Fall, diese Viecher, die waren wohl früher mal relativ aggro. Und man musste sich dann hier auch durchkämpfen, die respawnen wohl irgendwie nicht. Wurde irgendwann mal umgepatcht, jetzt sind sie halt, jetzt kann man sie halt relativ leicht vermeiden, abgesehen von einem wohl. Vielleicht finden wir heraus, welcher von denen das ist. Aber das ist also, weiß ich nicht, da wirkt doch echt so, als wäre da keine Zeit mehr gewesen. Ja, wir brauchen auch noch Gegner für das Gebiet. Ja, welche nehmen wir denn da? Oh, keine Ahnung.
Was ist das denn? Jo, auch das ist so ein halber. So ein halber Drache. Ja, sieht ja gut aus, nehmen wir den doch. Hm. Voll die gute Idee. So. Da hinten ist dieser Turm. Und dadurch, dass sie die Aggro-Range von denen so reduziert haben, ist das Gesamte hier auch irgendwie voll sinnlos. Ah, da liegt ein Item. Da muss ich gleich mal hin. Vor allem dann nicht nur, diese Idee, so ein halbes Model zu nehmen, so unglaublich billig und schwer nachvollziehbar ist. Nein, dann nicht nur das, sondern man stellt auch noch 200.000 Stück davon hier hin. So eine dicke Kugel angelaufen. Wiegt sich das Ding hier auch? Ne. Bloink. Okay, das ist also schon mal keine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Bewegt sich doch hier, oder was? Ne. Ihmchen? Ha. Wie viel haben wir jetzt? Wow! Okay. Also einer von denen, das ist wahrscheinlich derjenige, welcher der Aggro ist. Ist ja wohl kein Mimic, ne? Ja, gut. Aufmachen. Bedeutender Held, guck an. Ja. Welcher von denen war das jetzt hier? Ich mach mein Schwert noch kaputt, wenn ich jetzt weitergehe. Gut, dann müssen wir mal zu dem anderen Turm rüber. Also die Viecher sollen ja auch nicht ohne sein hier, die komischen Halben dieser Undead Dragon Unterbau. Kommen wir da durch? Jo, ne? Dir. Ploink. Lass das. So. Bam, bam. Na ja, genau. Stell dich mal lieber wieder dahin, wo du hingehörst. So. Jetzt haben wir auch wieder Full Health. Dann bin ich doch damals, ich muss jetzt auf irgendeinen Baumstamm rauflaufen. Auf irgendeine Wurzel.
ist da hinten? Hier. Die Frage, wo ich überhaupt hin will. Da lang offenbar nicht. Scheiße. Ach, da hinten kommt wieder einer. Bedienung. Kommt. Da entlang nicht. Nein. Da. Ich kann ja mal hier rüberlaufen. Zu dem anderen Turm. Kann man hier? Da komme ich ja nur, oder? Okay, ist zumindest schon mal eine Etage höher. Ob es hier weitergeht, mal gucken. Nicht wirklich. Aber es gibt ein Item, eine Doppelmenschlichkeit. Geht's da denn lang? Das sieht mir irgendwie so ein bisschen danach aus. Kann man da lang und dann da weiter oder was? Naja, gehen wir mal rüber. Ja, meine Notierungen schlägt wieder zu, aber es ist ja mal, also mal ehrlich, ne? Das ist auch extrem unübersichtlich hier. Da ich das Spiel meistens auch echt nur bis zu einem gewissen Punkt immer wieder spiele, wenn ich so anfange. Dieses Gebiet hier eigentlich auch selten gespielt. Es ist aber echt nicht keins meiner favoritisierten Gebiete. Im Gegenteil. Ich glaube ja, dass dieses komische kaputte Ding da irgendwas zu sagen hat. Oder ist hier ein Weg? Sieht mir irgendwie nicht danach aus. Da hinten das Teil, da gehe ich jetzt mal hin. Allerdings nicht durch diese ganzen Dämonen hier durch. Dieses Dämonen hier, untoten Drachen-Chassis. Wie komme ich denn da hin? Den einen Essos-Flakon sparen wir uns jetzt mal. Okay. Dann wollen wir mal hier rüber. Ja, guck an. Da geht's ja sogar weiter. So, sicher. Mal schauen, was wir pulle. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt noch? 37? Na, schade. Hätte ich mal shoppen sollen. Okay, das sieht gut aus. Alles klar. Diese komischen Dämonenstatuen. Auch tolles Design.
Lecker, da kommt der nächste. Ja, so doppelt, also beidhändig, als One-Hit. Aber verarscht. Klappt das schon ganz gut. Das war die Rutsche, von der ich kam. Naja. Gut, wer von euch... Ach du Scheiße. Oh, da ist einer. Okay, aber auch ein bisschen andere Färbung. Die hier sind eher so grünlich. Ja, ist jetzt nicht so... bisher nicht die schwersten Gegner. Aber nervig irgendwie. Da oben ist noch ein Item. Da komme ich vorher erst später hin. Das habe ich mir doch gedacht, da hätte ich doch irgendwie so ein Geräusch gehört. Ach, Jungs. Ich bin schon relativ weit weg, ist dir aufgefallen, ne? Oder nicht? Was ist das hier für ein langweiliger Gang? Mimchen hier. Ich höre hier die ganze Zeit so ein... Ach da, boah. Chaos Eater. Do you live? No. Und der Loot ist auch echt unspektakulär ohne Ende. So, begrüßen Sie nunmehr mit mir eine neue Art von Gegner, den komischen Tentakel-Klaus hier. Hat, glaube ich, 3 Angriffe. Einmal schlägt er mit seinen komischen Tentakeln davon zu. Dann hat er eine Grab-Attack und stopft seinen dann oben in sich rein. Oben ist nämlich so eine Art Gebiss-Maul, wie auch immer. Und dann hat er noch so einen Säureangriff, der die Dings... die Ausrüstung zerstört. Sollte man also vermeiden. Ja gut. 3-mal große Verbrennung. Ja, so viel kann ich damit... Also das kann ich nicht bei allen machen, sag ich mal. Das ist wieder so eine Statue. Boink. Sorry, irgendwie kann ich mir das schwer verknallt. Bewegt sich, obwohl sie grün ist. Krass. Wollen die mich wohl richtig veralbern hier? Kann er eigentlich. Da ist noch ein Item. Eigentlich müsste ich ja wieder zurückkommen, wenn ich hier auf dem Ding bleibe. Da das ja bestimmt wieder nur so ein
Obwohl, eigentlich ist es auch Latte, ne? Dann laufe ich halt nochmal eine Runde. Oh nein, 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 nein. Oh. Ja, toll. Jetzt muss ich eine Runde laufen, ohne dass ich ein Item gekriegt habe. Super. Aber ich wollte eh gerade nochmal gucken, ob ich da nicht noch weiter laufen kann. Lauf, kleiner Ritter, lauf. Aber mir fällt gerade ein, ich hoffe, es lohnt sich jetzt auch. Aktuell ist hier ja keine Lava. So, wo war ich hier lang? Ich weiß nicht, ob ich da, wo ich da hinkomme. Demonic Statue. Ja, bisher ist ja, ich wollte erstmal hier mal gucken, ob ich da noch. Sehr gut. War hier nicht gerade eine Statue? Da unten. Okay. Ja, egal, eine Seele. Mann, ey. Das ist mal ausgefallener Loot. Okay. Kann man ja nicht meckern. Guck mal, komm ich da hin? Ich frage, ob ich da überhaupt irgendwo hinkomme. Aber das Ding ist halt, man hat natürlich auch nicht so übermäßige Motivation, hier irgendwelche Risiken auf sich zu nehmen, um irgendwelche leuchtenden Seelen einzusammeln. Oder leuchtende Items einzusammeln. Wenn man eh davon ausgehen muss, dass das nur so ein lahmarschiges Mann, oh. Ich glaube, ich drücke einfach ganz schnell jetzt nächstes Mal auf die Taste. Irgendwie scheint er da ja immer runter zu rutschen. Sorry. Sorry for failing. Aber ey. Das passiert bestimmt den Besten. Letzten Endes muss man ja auch sagen, okay gut, ich könnte natürlich jederzeit invaded werden. Aber so viel Gefahren sehe ich hier jetzt aktuell nicht. Vielleicht gibt es auch einen viel einfacheren Weg, daran zu kommen. Aber ich werde jetzt versuchen, schnell was ist das A zu drücken. Wenn das Icon erscheint. Wenn ich da jetzt raufspringen würde, nee, da würde man nirgends mehr hinkommen, okay. Seltener Ring der Opferung. Okay. Joa, dann und wann vielleicht mal. Ey, ich bin sanft auf dem Ast gelandet. Wieso kriege ich denn da Schaden? Ja, ist okay. Also, weiß ich, mir würde jetzt ad hoc nicht mehr, keine Situation mehr einfallen, wo man den gebrauchen könnte. Die einzige Situation, wo ich der Meinung bin, dass man den ganz gut gebrauchen kann, ist halt bei Thies, The Scaleless, wenn man ihn das erste Mal begegnet. Wenn man da ja sterben muss und wenn man da gerade richtig viel Seelen dabei hat, ist natürlich doof. So. Oh Gott, noch mehr von dem Pack. Machen wir gleich. Zäher Feind. Okay. Oh. Kirky kommt auch noch. So C war der Feind jetzt nicht. Haha! Wahrscheinlich sollte ich deswegen hier menschlich sein, um dann hier gleich die doppelte Packung zu kriegen. Oha, das gibt aber nochmal Seelen. Aber, naja, wie gesagt, das ist halt mit der Balance, das ist so ein bisschen. Ne? Wenn man vorher schon in anderen Gebieten war und so weiter und dann halt auch die eine oder andere Seele mitgenommen hat. Stachelschwert, cool. Dann ist man nachher auch irgendwo so ein bisschen overpowered. Izalit-Beschwörer. Ja, toll, damit können wir ja nicht viel anfangen. Ja, geil, jetzt habe ich hier so viel Seelen. Ist das schon der Boss? Ich
Ich glaube ja. Ist das mit Geschoss? Das ist ein Tentakel-Heini. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir nicht? Hm? Ich glaube, er wollte mich gerade mit seinem Zeug vollsauen hier. Okay, 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 okay. Da ist wieder so eine Seele drin. Pyro Chaos Fire Whip. Okay, 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 okay. Gut, also ich glaube, hier müssen wir erstmal noch nicht her, weil ich wollte jetzt eigentlich noch nicht in den Bossfight stolpern. Der ist noch so ein bisschen glücksabhängig. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber es sieht aus. Ein bisschen komisch aus. Ich glaube, es ist der Bossfight halt gegen das Chaoswesen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist echt. Also, der Bossfight ist auch ein bisschen merkwürdig. Das ist so eine Glückssache. So. Gehe ich jetzt die Seelen ausgeben oder. Ich würde ungern die Seelen hier verdaddeln. Jo, ich gehe die Seelen ausgeben. Muss ich die Jungs sowieso gleich alle nochmal verhauen. Gucken wir mal kurz, wie viele Heimkehrknochen haben wir noch. Wow, achso, da habe ich ja richtig viel gekauft. Alles klar. Dann hauen wir hier direkt ab. Ich überlege gerade. Ich glaube, hier kann ich nicht herporten. Das bedeutet, ich muss quasi aufleveln. Alles andere würde halt ein bisschen sehr viel Zeit kosten. Oder? Warte, wenn ich den Heimkehrknochen, wenn ich an keinem anderen Lagerfeuer raste, müsste der Heimkehrknochen noch funktionieren. Alles klar, das versuchen wir mal. Teleportiere. Kammer der Prinzessin. Und schon wieder sind wir hier. Freut euch. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Sie hätten ja auch mal bei dem Riesenschmied direkt ein Lagerfeuer aufbauen können, ne? Ich bin mir mal nicht sicher, was schneller ist. Über jetzt hier draußen lang zu laufen. Oder oben rum. Ich glaube, oben rum ist fast schneller. Wegen des, schon mal mehr Schaden gemacht. Wegen der Frecke da draußen. Oh, guck. Aha! Mann, gut, ich hab nochmal geguckt. Ach, scheiße, die Riesenhellebarde. Ich dachte, es gibt jetzt einen abgefahrenen hier. Ne? Was gedroppt, nein. Ich dachte, es gibt jetzt einen abgefahrenen. Ich glaube, das ist grauer Brocken oder so. Irgendwas Geiles zum Aufwerten? Nein. Die helle Bade. Ich meine, die Werte kann ich mir bei Gelegenheit mal angucken, aber aktuell bin ich mit dem Schwert eigentlich voll zufrieden. So, mein Freund. So, Waffe verstärken. Überlegen, Rüstung wollte ich verstärken. Den Riesenkrempel. Den Helm trage ich gerade eh nicht, also die Stulpen. Funkeltitanit 2. Gegenstand kaufen, Funkeltitanit 2. Rüstung verstärken. Stulpen. Warte mal, wie viel brauche ich jetzt? Hab ich wieder verpeilt. Wieder 2. Okay, das können wir uns auch leisten.
So, jetzt brauchen wir 4. Das wird dann aber nichts mehr. Eine. Ja, 13.000 ist jetzt aber auch ein bisschen viel, ne? Das ist auch die Riesenhellebarde, die ich mir kaufen kann. Oh, Pfeile, geil. 3-Töter-Pfeil, Mondlichtpfeil, na toll. Kaufen wir uns einfach 962 Pfeile. Nee. So, läuft. Kann ich noch eine Waffe verstärken? Das Spinnenschild, das Spider-Schild. Den Bogen? Kleine Scherben? Den Bogen können wir einmal verstärken, ne? Das ist eine gute Idee. Kaufen wir uns mit kleinen Scherben. 6 Stück. So, Waffe verstärken. So, dann Ausrüstung umwandeln. Ach, das geht ja wieder über dem anderen Typen. Ach, scheiße. Ja, ja, mal gucken. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder. So. Alles klar. Und jetzt testen wir mal, ob das funktioniert. Müsste aber eigentlich. Haben wir ihn. Ja. Sehr gut. Genau so wie geplant. So, jetzt darf man natürlich wieder nicht vergessen, den verdammten Ring hier zu wechseln. Sonst gibt man da ganz schnell den Löffel ab. Wo ist das Teil da? So, jetzt können wir auch drauf gehen. Ich habe, als ich das erste Mal durchgespielt habe, tatsächlich gern und oft, wenn ich da verreckt bin, vergessen, den Ring wieder anzulegen. Was dazu geführt hat, dass ich dann immer einfach so schnurstracks in die Lava gelaufen bin und dann bin ich leider verreckt. Kommt schon mal vor. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss den Weg ja auch immer wieder laufen, wenn ich beim Boss verreck. Das ist ja cool. Das ist ja richtig geil. Na, dafür sind die Gegner auf dem Weg dahin richtig spannend. Obwohl ich glaube, nachher kann man auch locker durchlaufen. Die sind ja wirklich nicht allzu schnell, die Jungs hier. Oder Mädels oder was immer das ist. Der nur wieder hier. Du wolltest wieder von hinten kommen, ne, du? Ja, das ist jetzt ja schon relativ anspruchsvoll. Oh, oh. Ja, wollen wir uns mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das sind meistens die berühmten letzten Worte in Dark Souls. Das ist ja simpel. Das ist wieder dieses Chaosviech. Ach, scheiße, jetzt habe ich vergessen, meinen Zauber umzumünzen, ne? Das ist ein bisschen doof, weil, oh, habe ich die vergessen, sorry. Weil das ein bisschen wenig ist, was ich da an Feuer. Diesen Giftnebel zum Beispiel brauche ich, glaube ich, nicht. Aber wir können ja mal. Können ja mal die Feuerhellebarde testen. Die müssen wir bei Gelegenheit eh nochmal. Wo ist es denn? Da. Müssen wir bei Gelegenheit eh nochmal aufbohren. Jetzt, wo wir den großen Feuerapparat haben. Ihr wollt gerne mal sehen, was er macht, ne? Ja. Dieses komische Alien. So, was macht er jetzt? Da, das ist seine komische Säure, die mal eben eure Ausrüstung schreddert. Ich hoffe nicht, dass ich euch diesen Grab zeigen muss, kann. Wow, 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 wow. So, und am besten ist es wohl immer schön. Wow. Das war der Grab. Das war der Tentakelstoß. So.
weiß nicht, da siehst du, da kannst du von oben, kann man von oben halt, das kann man halt von vorne schlecht erkennen, aber oben haben die halt so ein komisches, ne? So ein Maul, wie ich über Star Wars. Aber ich fand das jetzt nicht so überzeugend. Ich glaube, mit dem Schwert hier verhaue ich die doch schneller. Können wir beim nächsten Mal testen. Ich glaube, da kommen noch ein paar mehr. So, da oben war jetzt die Boss, das Boss-Areal. Da habe ich, glaube ich, schon alles rausgezupft, was geht. Müssen wir hier nochmal ein paar von den Jungs hier verhauen. Ja, wenn man so ein bisschen in den Settings rumgedaddelt hat, um das jetzt so, damit es flüssiger läuft, dann spielt es sich halt auch. Also ich hatte bei den anderen Episoden, wo es echt so megamäßig gelaggt hat, auch das Problem, dass ich so einen Input-Lag hatte. Sprich, wenn ich irgendwie zweimal zuschlagen wollte, habe ich halt einmal zu oft drauf gedrückt, dann hat er dreimal zugeschlagen. Das war in einigen Situationen äußerst unvorteilhaft. Okay. Achtung vor die Abgründe. Ah, da hinten ist der Prowling Demon. Stimmt, ja. Aua. Alles falsch gelaufen. Alles, wirklich alles schief gelaufen. So. Was ist das? Mein der Laden, die stürzt hier komplett ein. Ich weiß noch nicht, ob man das verhindern kann. Hier war doch, sollte doch, ist doch. Das ist übrigens der Oberguru der Prowling Demons. Er hier, er ist der Chef. Der ist nämlich hier mega powerful. Also man sollte nicht glauben, ach, die Jungs habe ich doch schon massenweise verhauen. Ja, ist richtig, aber der ist eine stärkere Variante. Da oben ist der Vogel, der diese Chaos-Pyromantie, Feuerpeitsche, bewacht hat. Da kam ich, glaube ich, her. Okay, ja, ich weiß nicht, kann man hier jetzt irgendwie... Whoa. Okay, da unten ist auch unser Kumpel, der Siegmeier. Ich glaube, ich hätte da erstmal vorbeilaufen müssen. Wo geht's denn hier hin? Merkwürdig aus hier. Wichtig ist nur, dass ich hier nicht an... Was ist das denn? Ah, diese Giftpumpe. Okay. Wie viel Giftresistenz habe ich? Ah, könnte mehr sein. Okay, hier kann man also in diese Giftpumpe. So. Oh, scheiße, jetzt bin ich runtergesprungen. Das war nicht so clever. Aber glücklicherweise kann man hier wieder aufsteigen. Auf den Ast Express. Da geht's nicht weit. Da ist ein Item. Komm ich da hin? Wenn man versucht, bei diesen Viechern einen Sturzangriff zu machen. Oha, da ist noch einer. Könnt ihr euch ja vorstellen, was da passiert? Wie kommt man denn da hin?
Von der Seite hier offenbar gar nicht. Okay. So, und nun kommen wir zu einem Event. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger die letzte Episode mit dem Typen hier. Aber vorher müssen wir hier nochmal die Jungs wegmachen. Gucken. Oh, das geht gut. Zack. So, man darf hier die... Also es ist folgendermaßen, wenn man mit dem Typen redet, dann macht er da so ein bisschen den Rambo. Und springt da runter und will die Jungs hier umknülzen. Es war alles schön und gut. Das Ding ist, er darf dabei nicht mehr als 50% Health verlieren. Weil es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Wenn er dabei drauf geht oder so, dann kriegt man irgendwie so einen Ring mit Widerstand, mit verschiedenen Widerständen. Eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Wenn er unter 50% Health hat, dann wird er hollow und man kriegt auch diesen Ring. Wenn er den Kampf gewinnt und dabei über 50% Health hat, dann trifft man ihn nochmal wieder und kriegt dann ein Titanite Slab. Das ist jedenfalls so meine bisherige Info. Ihr könnt also live dabei sein, wenn ich das jetzt zum ersten Mal in der Art und Weise teste. Empfohlen wurde halt dann, dass man das schon mal so weit vorbereitet. Man darf sie nicht alle töten, aber man muss halt dafür sorgen, dass er halt echt so wenig wie möglich Schaden kriegt. Und deswegen machen wir jetzt mal 3,5 von den Jungs hier kaputt. Außerdem sind die mir, ehrlich gesagt, in dieser Art und Weise auch lieber. Aber da wir ja gleich in die Giftpumpe gehen, müssen wir ein bisschen Vorkehrungen treffen. Und zwar hier den Iron Ring und den Spider Shield. Na gut, wir haben den Bogen nochmal aufgerüstet. Ach komm, einen noch. Okay. So, Sigma, den Rest wirst du wohl schaffen. Dass der Typ immer irgendwo rumsteht und pennt. Ist ja auch so ein nettes Plätzchen, obwohl wenn er in Blighttown pennen kann, kann er auch hier pennen. Oh, oh. Excuse me, I was so absorbed in it, I just drifted away. Must be the wall. Well, what's on your mind? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Okay. Und jetzt kommt das dritte Mal und dann soll es wohl losgehen. Fred, I have an idea. A good one, really. I will rush these dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, Fred. I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. And now, I go. Don't be slow. Ja, das hätte er wahrscheinlich auch besser geschafft. Ihm macht das Gift natürlich nichts aus. Was habe ich jetzt überhaupt eingesammelt? Wieder so eine Seele, ne? Oh, grüne Scherbe, das ist endlich mal was Interessantes. Herr Sigmeier, und sonst? Okay.
Okay. Da wir den Ring jetzt nicht bekommen haben, gehe ich mal stark davon aus, dass das alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach ja, stimmt, hier irgendwie kann man die Jungs hier, diese Viecher auch hier reinlocken. Aber, naja, ich sag mal, wenn man so wie ich jetzt hier mit dem Level hierher kommt, ist das alles nicht mehr ganz so tragisch. Ist halt auch ein Stück weit dem DLC geschuldet natürlich. Da kann man ja auch durch einiges durchaus an Seelen abgreifen und dann ist man natürlich stärker, als wenn man ohne den DLC damals hergekommen ist. Oh, ein Kistchen. Einfach so? Ohne Falle? Wehe, da ist wieder nur so ein Seelenshit drin. Rote Scholle. Ah, okay, Red. Ah, okay, ja, das brauchen wir für die Feuerellebade. Das ist okay, das ist sehr wertvoll. Nehmen wir. Ploink. Scheiße, muss es immer wieder sagen. Das ist echt eine tolle Ecke hier. Hier würde ich auch gerne mal schlafen. Baumstamm. Ah, ich habe mich schon gefragt, wann wir hierher kommen. Können wir direkt mal hier den Dings ausprobieren. Okay, das sieht ganz gut aus. Jo, passt. Weg. Und ein roter Brocken, ja. Hier kriegt man Kram, um seinen seine Feuerwaffen zu verbessern. Ich frag mich nur gerade, wie kommt man denn hier wieder raus? Sieht irgendwie nicht so einladend aus. Kann man hier auch wieder hochlaufen? Da unten müsste irgendwo noch unser Kollege rumstehen. Oh, hier mal einen Schluck, sicher. Dass man da einfach so ohne weiteres wieder hochkraxeln kann. Das wäre nicht so Dark Souls-Style, wie man ihn. Okay, hier geht's schon mal. Gar nicht weiter. Geht aber doch. Ha. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ach, das ist ja schon Prowling Demon, da wollte ich ja noch vorbeilaufen. Da war wieder unser Wappenschild. Und den hier, den komischen Ring of Fog habe ich gar nicht, ne? Doof. Ja, ich werde jetzt den nicht bekämpfen. Da muss ich mich enttäuschen. Da werde ich erstmal. Schade. Da werde ich erstmal dran vorbeilaufen, um den Shortcut zu öffnen und die Sache mit Solaire zu klären. Und da habe ich jetzt einfach keine Zeit, an diesem Racker hier zu wipen. Insbesondere wenn ich da auf verrecke. Also ich brauche ja den Shortcut. Ich muss da nur dran vorbeikommen, das ist das Problem.
Vielleicht schießt er wieder mit Blitzen, ich sehe es schon kommen. Deswegen begebe ich mich auf eine Seite. Wenn er anfängt zu schießen, würde ich auf die andere rübergehen. Sehr gut. Ah, guck einer an. Ich wollte gerade sagen, da kommt mir das Vieh doch nicht hinterher. Hier, seht euch das an. Da liegt der Zauberhut, den wir haben wollten. Hier sind diese komischen Viecher, obwohl wir haben die alle rote Augen. Und unser Kumpel Solaire ist da. Hervorragend. Also greifen wir uns mal den Helm hier. Die Sonnenlichtmade. Gleich mal demonstrieren. Da, wie ihr sehen könnt. Ist wie so eine Grubenleuchte. Perfekt für... außerdem schmückt die mich ungemein. Aber perfekt für das Grab der Riesen. Ich würde nicht ohnehin wollen. So, wollen wir sehen, was Solaire zu erzählen hat. Would Dora lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do? My son. My dear, dear son. Sei mal nicht so negativ. Läuft doch alles. Would Dora lie? Oh, my son. Hm. Okay, er ist also offenbar etwas geknickt. So, voran. Jetzt sind wir bei den Demon Ruin. Dann können wir hier hochlaufen. Na. Ist das hier runter? Ich habe das schon wieder vergessen. Glaub nicht. Na, zumindest ist hier auch ein Bonfire. Das kann man ja als Startpunkt nehmen. Außerdem haben wir das nicht sogar gekindelt. Ja, offenbar nicht auf. Obwohl, wir haben ja genug Humanity am Start. So. Ja, liebe Freunde, dann sind wir auch mit dieser Episode erstmal durch, mit den die diversen Boss-Tries für den nächsten Boss, für diesen komischen keine Ahnung, Chaoswesen, wie jetzt ist, werden wir in der nächsten Episode abhaken. Ich fürchte, es wird nicht so einfach klappen, aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, reingehauen.